بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir waren stehen geblieben bei dem Richten zur Gebetsrichtung, zur Qibla. Und zwar bei der Aussage des Propheten عليه الصلاة والسلام فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. Wenn ihr nun betet, dann wendet euer Gesicht nicht ab, denn Allah richtet sein Angesicht seinem betenden Diener zu, solange er sich nicht abwendet. Dieser Hadith, so wie alle anderen Ahadith, in denen es um die Eigenschaften und Namen Allah subhanahu wa ta'ala geht, wird man nur dann nutzen können für die Steigerung des Glaubens und für die Vermehrung der Demut, wenn man sie auch so versteht, wie die Gefährten diese Ahadith verstanden haben und wie die Tabi'in und die großen Imame wie Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal und alle anderen großen Gelehrte diese Ahadith verstanden haben. Eben, dass sie die Eigenschaften Allahs nicht geleugnet haben, nicht uminterpretiert haben, sondern so belassen haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala bzw. der Gesandte alayhi salatu wassalam diese Eigenschaften erwähnte. Ohne falsche Umdeutung, ohne Leugnung. Und genau das muss der Betende nun auch machen. Wenn wir nicht an das Angesicht Allahs azza wa jal glauben, dann können wir nicht diesen Genuss haben. Denn es ist ein Unterschied, ob wir an Allah Azza wa Jal richtig glauben, so wie er es uns auferlegt hat, mit all seinen Eigenschaften, oder ob wir an einen Gott glauben, den wir nicht so beschreiben, wie er sich selbst beschrieben hat. Und deswegen hier noch einmal kurz einen kleinen Exkurs über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar der Fehler, den einige Menschen begehen, wenn sie über die Eigenschaften Allahs sprechen, ist jener, dass sie die Attribute Allahs mit den Eigenschaften der Schöpfung vergleichen. Nach diesem ersten Schritt im fehlerhaften Denkprozess folgt der zweite Schritt, der zur Verneinung der Eigenschaften Allahs führt. Entweder leugnet man die Eigenschaften grundsätzlich ab oder man interpretiert die Eigenschaften so um, wie es von den Gefährten nie überliefert wurde. Die Ursache des falschen Verständnisses über die Eigenschaften Allahs ist die Behauptung, dass die Übereinstimmung der Eigenschaften Allahs und der Schöpfung im Wortlaut auch die Übereinstimmung in der Art und Weise bedingt. Doch sehr schnell erkennt man, dass diese Regel in keiner Weise logisch ist. Alhamdulillah, diejenigen, die hier regelmäßig zum Unterricht kommen, kennen nun das folgende Beispiel, das sie, glaube ich, zum millionsten Mal hören. So ist zum Beispiel nicht zu bestreiten, dass der Mensch Beine besitzt. Ebenso besitzen viele verschiedene Tiere Beine. Nach der oben erwähnten unlogischen Regel, und zwar, dass die Übereinstimmung im Wortlaut die Übereinstimmung in der Art und Weise mit sich führt. Nach der oben erwähnten unlogischen Regel würde die Übereinstimmung der Eigenschaften im Wortlaut, hier die Beine,
zur Behauptung führen, dass die Beine der Menschen und die Beine der Tiere dieselbe Art und Weise besitzen. Denn das ist ja der Fehler, den diejenigen machen, die einfach nicht die Eigenschaften Allahs akzeptieren möchten. Sie sagen, wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Hand, dann hast du damit Allah mit dem Menschen verglichen. Wenn du sie fragst, ja warum denn? Dann wirst du die Antwort bekommen, weil du auch eine Hand hast. Und genau so sagen wir, dann müssen deine Beine auch so aussehen wie die Beine eines Krokodils, weil ein Krokodil Beine hat und du ebenfalls ein Bein hast. Und das sagt kein normal denkender Mensch. Das heißt, wenn das so ist, dass die Übereinstimmung der Namen, die Übereinstimmung des Ausdrucks unter den Geschöpfen nicht die Übereinstimmung in der Art und Weise mit sich führt, dann ist es doch erst recht so bei den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Die Ungültigkeit dieses Schlusses zu belegen erübrigt sich. Um die letzten Zweifel zu beseitigen, gehen wir noch auf eine Frage ein. Und zwar bezüglich dieses Hadiths. Wie kann es sein, dass Allah sein Angesicht dem Betenden richtet, wo er doch über dem Thron ist, subhanahu wa ta'ala? Denn das ist die Aqida des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und der Gefährten und der vier großen Imame. Und wer eine andere Aqida hat, der möge belegen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam oder die Gefährten oder die vier Imame etwas anderes gesagt haben. Und das wird er nicht können, denn sie haben nie etwas anderes gesagt. Zumal es verschiedene Betende auf der ganzen Erde gibt. Vielleicht könnte jemand diese Frage stellen. Und diese Frage weist auf den soeben erörterten Fehler hin, wonach man im Denkprozess vorerst den Schöpfer mit der Schöpfung vergleicht, um danach die Eigenschaften des Schöpfers zu leugnen. Das ist ja der Denkfehler, den die Menschen begehen. Sie vergleichen zuerst Allah Azza wa Jal mit der Schöpfung und dann kommen sie zum Schluss, das darf nicht so sein, also widerlegen wir oder leugnen wir die Eigenschaften Allahs ab. Die einzige Antwort, die man solch einem Fragenden geben kann, lautet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Angesicht dem Betenden richtet, wie es Allah gebührt. Und dass er der Erhabene über seinem Thron ist. Denn wir fragen nicht nach dem Wie. Das ist die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wir nehmen die Eigenschaften an, so wie sie Allah Azza wa Jal und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnten. Und wir fragen nicht nach der Art und Weise, denn wir wissen, die Art und Weise ist nicht so wie die Art und Weise bei den Geschöpfen. Abschließend dazu soll ein Phänomen, das wir alle kennen, verdeutlichen, dass in dieser Angelegenheit kein Widerspruch vorhanden ist. Wenn sich einige Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt den Vollmond anschauen, auch wenn sie an verschiedenen Orten sind, sagen wir, einer in Deutschland, einer in Italien, einer in Frankreich, einer in England, alle sagen, Punkt 8 Uhr internationaler Zeit, schauen wir uns den Himmel an, den Vollmond zum Beispiel an. Die Frage, die sich hier stellt, haben wir dann 4 oder 5 Monde oder ist das ein und derselbe Mond? Die Erde hat nicht 5 Monde, es ist ein und derselbe Mond, den aber der Deutsche vor sich sieht, der Franzose vor sich sieht, der Engländer vor sich sieht. Und wenn das ein Mond schafft, vor jedem zu sein, obwohl er an einem Ort ist, dann kann das Allah subhanahu wa ta'ala erst recht. Und Allah azza wa jal ist erhaben über jegliche Gleichnisse. Nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und dieses Beispiel, das ich gerade gegeben habe, soll auf jeden Fall nicht die Erhabenheit Allahs mit einem Geschöpf vergleichen. Denn auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte eine Veranschaulichung, als er sagte, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar. Ihr werdet euren Herrn sehen, wie ihr diesen Mond seht. Nicht, dass jemand kommt und jetzt behauptet, der hier vergleicht Allah mit dem Mond. Nein, nein. Die Ulama sagen, wir vergleichen hier nicht Allah, sondern wir vergleichen hier den Blick des Menschen. Der Mensch sieht etwas
Und so wie er den Mond sieht, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wird der Mensch auch Allah sehen. Und das sind alles Belege dafür, dass wir die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen müssen. Denn das ist die Aqida des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Aqida der Gefährten und der Tabi'in und der großen Imame der vier Rechtsschulen. Niemand von ihnen sagte je, Allah wäre überall oder wir dürfen nicht an die Einzigkeit Allahs in seinen Namen Eigenschaften glauben oder wir müssen die Eigenschaften Allahs leugnen, sondern alle haben sie gesagt, nimmt die Eigenschaften so an, ohne nach dem Wie zu fragen. Und einige behaupten nun falscherweise, dass die Sahaba die Bedeutung überlassen haben. Was heißt die Bedeutung überlassen haben? Dass sie behaupten, die Gefährten hätten gesagt, wir wissen nicht, was bedeutet Gesicht, wir wissen nicht, was bedeutet Hand, wir wissen nicht, was bedeutet, er hat sich erhoben über dem Thron. Die Bedeutung ist uns unbekannt. Das ist eine Behauptung, die keiner belegen kann. Denn wer von den Sahaba hat jemals gesagt, ich weiß nicht, was die Hand Allahs bedeutet? Ja, sie haben alle die Art und Weise nicht gekannt. Wie sieht die Hand Allahs aus? Wie sieht das Angesicht Allahs aus? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das wissen wir Menschen nicht. Aber die Bedeutung, was Hand ist, das ist bekannt. Und deswegen sagt al-Imam Malik, al-Istiwa'u ma'lum, wal-Kayfu majhul, wal-Imanu bihi wajib, was-Su'alu anhu bid'ah. Das bedeutet, dass sich Allah über den Thron erhoben hat, das ist bekannt. Die Art und Weise ist unbekannt. Der Glaube daran ist eine Pflicht. Und die Frage danach ist eine Erneuerung, eine Bid'ah. Die Frage nach was? Nach der Bedeutung oder nach der Art und Weise? Sicherlich nach der Art und Weise, denn die Bedeutung, sagte er ja schon, ist bekannt. Und auch Aisha radiallahu anha sagte, als eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihren Ehemann beklagte und Allah subhanahu wa ta'ala dazu dann Verse offenbarte, sie sagte, ich hörte sie nicht, aber Allah von über sieben Himmeln aus hörte sie. Und so sagte auch Abu Bakr al-Siddiq radiallahu an, als der Prophet gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, wer den Propheten anbetet, so ist der Prophet gestorben. Und wer Allah anbetet, der über dem Himmel ist, so ist Allah allebendig. Das sind Aussagen und viele, 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 viele weiteren Aussagen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sklavin gefragt hat, wo ist Allah, sagte sie, über dem Himmel. Und dann fragte er, wer bin ich? Dann sagte sie, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte er, lass sie frei, sie ist eine Gläubige. Und viele weitere Ayat, das heißt aus Koran und aus Sunna, aus den Aussagen der Sahaba, aus den Aussagen der großen Imame, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal, geht hervor, dass wir diese Namen und Eigenschaften Allahs bestätigen. Wer der Glaubenslehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gefährten folgt und damit die Eigenschaften Allahs annimmt und sie nicht leugnet, dessen Herz wird im Gebet die Demut empfinden. Man steht vor Allah mit voller Scham und Hingabe, da man weiß, dass Allah den Menschen beobachtet. Doch diejenigen, die dieser Glaubenslehre widersprechen und den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gefährten meiden, beziehungsweise die Achtlosen, die sich nicht an diesen Hadith erinnern, werden nicht in der Lage sein, im Gebet demütig zu sein. Das waren, liebe Geschwister, nun alles Voraussetzungen und Bedingungen, also Shurut des Gebets, die dem Gebet vorausgehen. Und nun kommen wir zum Gebet an sich und wir fangen hier mit der ersten Säule des Gebetes an, und zwar mit dem Takbir. Der Beginn des Gebets ist der Ausspruch Allahu Akbar. Das heißt, Allah ist größer. Dieser Spruch, der auch Takbir genannt wird, gehört zu den wichtigsten und wertvollsten Gedenksprüchen, weshalb man ihn auch
außerhalb des Gebets sehr oft benutzt. Und um den Sinn des Ausspruchs dieses Gedenkspruchs zu Beginn des Gebets zu verstehen, gehen wir näher auf ihn ein. Allah subhanahu wa ta'ala ruft die Menschen im Koran sehr oft auf, ihn als den Größten zu preisen, also diesen Takbir auszusprechen, wie zum Beispiel in folgenden Ayat. Allah azza wa jalla sagte, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Und sag, alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat, und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung, und verherrliche ihn doch als den Größten. Und er sagte, Subhanah, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist, dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Und er sagte, Jalla wa'ala, يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn den preise als den Größten. Also soll der Mensch Allah Azza wa Jal als den Größten preisen, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist größer als alles andere. Und zu seinen schönsten Namen gehört der Große. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. Der Stolz ist mein Obergewand und die Erhabenheit ist mein Untergewand. Wer mir sie streitig macht, den werde ich bestrafen. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte zu diesem Hadith nun Folgendes. Der Ausdruck Allahu Akbar enthält die Bestätigung der Erhabenheit Allahs, also Azama, dass er der Gewaltige ist, Subhanah. Denn der Stolz, Kibriya, beinhaltet die Erhabenheit, Azama, doch der Stolz ist vollkommener. Daher wird im Gebet und im Gebetsruf verlangt, Allahu Akbar zu sagen. Denn dies ist vollkommener als Allahu A'zam zu sagen. So wurde im Sahih-Werk überliefert, dass der Prophet sagte, Allah sagt, der Stolz ist mein Obergewand und die Erhabenheit ist mein Untergewand. Wer mir sie streitig macht, den werde ich bestrafen. Er zählte die Erhabenheit, Azama, als Untergewand und den Stolz, Kibriya, als Obergewand. Und bekannterweise ist das Obergewand wertvoller. Das heißt, warum sagen wir nicht Allahu Azimun oder Allahu A'zam? Weil Allahu Akbar die Azama beinhaltet. Allahu Akbar beinhaltet diese Azama, dieser Stolz, und es beinhaltet sogar noch mehr. Es beinhaltet, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben größer ist als alles andere, und deswegen sagen wir Allahu Akbar und nicht Allahu A'zam. Das bedeutet, die Preisung Allahs als den Größten bedeutet, seine Erhabenheit und seinen vollkommenen Stolz zu bestätigen. Und dies führt dazu, Allah Azza wa Jal zu achten und zu respektieren. Allah Azza wa Jal sagte, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesinnt. Wenn man das Gebet eröffnet, indem man den Takbir ausspricht, wird der Mensch sich seinem Herrn widmen, da er der Größte und der Erhabene ist. Nichts ist wichtiger als Allah, und somit beschäftigt sich das Herz mit nichts anderem als Allah. Und nun wird auch die Bedeutung der Armbewegung
die man bei der Aussprache des Gedenkspruchs zu Beginn des Gebets vollzieht, deutlich. Wir heben ja die Hände hoch beim Takbir. Allahu Akbar. Sie deutet darauf hin, dass man nun sämtliche Angelegenheiten hinter sich lässt. Ja, das bedeutet, diese Gestik soll den Betenden daran erinnern, lass alles hinter dir, denn alles ist wertloser als Allah subhanahu wa ta'ala. Nur noch Allah azza wa jal ist wichtig im Gebet eines Demütigen. Denn nichts ist wichtiger und nichts ist schöner als der Augenblick mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das Herz des Betenden ist nur mit dem Gedanken an Allah und seiner Vollkommenheit gefüllt. Und neben der Beobachtung Allahs durch das Herz führt eine weitere Kenntnis zu Beginn des Gebets zur Demut vor Allah tabaraka wa ta'ala. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُوتِيَ بِذُنُوبِهِ فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ. Wenn der Diener anfängt zu beten, werden seine Sünden über seinem Kopf und seinen Schultern gelegt. Jedes Mal, wenn er sich verbeugt oder niederwirft, fallen sie von ihm runter. Und dieser Hadith, walillahi alhamd, ist authentisch, ist sahih. Und dieser Hadith, wenn wir diesen Hadith verstehen und kennen, dann werden wir natürlich das Gebet lieben. Und dann werden wir auch Demut empfinden beim Takbir. Sobald du Allahu Akbar sagst und dich erinnerst, dass jetzt nun deine Sünden über deinem Kopf und auf deinen Schultern liegen, dann wirst du natürlich demütig sein. Stell dir vor, du hast irgendetwas angestellt auf der Arbeit und dein Chef weiß jetzt nicht oder weiß es, dass du es bist und es steht auf deiner Stirn, dass du derjenige warst, der diese Sache angetan hat in der Firma. Wie wirst du dann stehen vor diesem Chef, vor diesem Betriebsleiter oder Vorarbeiter, wer auch immer der Chef ist? Du wirst natürlich in Demut verharren. Du wirst dich schämen, weil du weißt, der Chef gerade weiß, was ich angestellt habe. Und ich weiß ganz genau, dass das, was ich angestellt habe, nicht etwas Kleines war, es war etwas Schlimmes. Und dieser Chef kann dich nun rausschmeißen aus dieser Firma. Und so sollte der Betende auch vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Er soll wissen, ich stehe hier vor dem Richter Yawm al-Qiyamah. Und meine Sünden sind auf meinem Kopf und auf meinen Schultern. Und ich möchte natürlich, dass Allah mir vergibt. Also werde ich nicht hochmütig vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, sondern ich werde in Demut verharren. Und deswegen, und das ist der Grund, warum wir auch unseren Kopf senken. Weil das zeigt die Demut. Wenn du deinen Kopf hochlässt, das zeigt, dass jemand hochmütig ist. Dass er nicht einsehen möchte, dass er ein Sündiger ist. Oder dass er diese Sünden als kleine Sünden sieht. Also dass er sie verachtet, dass er sie nicht richtig einschätzt. Denn wir dürfen nicht uns die Größe der Sünde anschauen, sondern wir müssen uns die Größe Allahs anschauen. Allahu Akbar, er ist der Größte. Ich habe durch die Sünde die Gebote Allahs vernachlässigt. Ich habe durch die Sünde die Rechte Allahs nicht eingehalten. Das muss ich mir anschauen, während ich sündige oder auch danach. Nicht, ob diese Sünde eine große Sünde ist oder eine kleine Sünde ist. Sicherlich muss man viel mehr tun und man muss viel mehr bereuen, wenn es eine große Sünde ist, möge Allah uns davor bewahren. Aber auch wenn es eine kleine Sünde ist, muss der Mensch demütig bleiben. Und er darf nicht arrogant sein und hochmütig sein und zu stolz sein, vor Allah subhanahu wa ta'ala Demut zu zeigen. Dieser authentische Hadith zeigt uns nun also, dass das Gebet ein Grund ist, dass wir von den Sünden wegkommen.
Und deswegen, es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin ein Sündiger. Ich habe so viele Sünden. Ich bin nicht gut genug, um zu beten. Er denkt, nur diejenigen, die die größten Stufen, höchsten Stufen erreicht haben, sollten beten. Aber Sündiger sollten nicht beten, weil sie nicht diese Ehre erfahren dürfen. Und das ist natürlich fatal. Das ist ein falsches Verständnis. Denn das Gebet ist genau deswegen da, damit du von deinen Sünden gereinigt wirst. So jemand ist genauso wie jemand, der sagt, ich lege meine Kleider nicht in die Waschmaschine. Ja, warum denn? Weil sie dreckig sind. Ja, Sekunde mal, warum ist die Waschmaschine denn gebaut worden? Um die Kleidung zu waschen. Und genauso ist das mit dem Gebet. Warum ist das Gebet da? Damit du von den Sünden gereinigt wirst. Und dass dies so ist, zeigt uns folgender Hadith. Und zwar sagte Anas ibn Malik, radiallahu an, dass ein Mann zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe eine Strafe verdient, so führe sie aus. Dabei ist die Gebetszeit eingetreten, so betete er mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet das Gebet beendete, kam zu ihm ein Mann und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe eine Strafe verdient, so verurteile mich gemäß des Buches Allahs, gemäß des Korans. Der Prophet sagte, hast du denn nicht mit uns gebetet? Er sagte, ja, ich habe. Dann sagte der Prophet, Allah hat dir deine Sünde vergeben, oder er sagte, deine Strafe vergeben. Allah hat deine Strafe vergeben. Ibn Mas'ud berichtete über diesen Hadith, dass ein Mann, also dass dieser Mann, eine Frau geküsst hat und deswegen zum Propheten gekommen ist, um es zu berichten. Er bereute es zutiefst und wollte also gereinigt werden von dieser Sünde. So dann offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala den Vers, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Das ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allahs gedenken. Daher sollte jeder Sündiger sich auf das kommende Gebet freuen, um sich von der Last der Sünde zu befreien. Das heißt, wenn wir uns verbeugen im Ruku', stell dir vor, diese Sünden, die du hast, sie fallen hinunter. Denke daran. Und wie ich schon immer gesagt habe, im Gebet, das Gebet besteht aus vielem Nachdenken, vielem Überlegen. Wenn ich also in der Verbeugung bin, muss ich mich an Sünden erinnern, die ich verrichtet habe, die ich begangen habe. Und ich muss mich freuen, dass sie runterfallen, dass sie von mir fallen. Und deswegen ist das überhaupt nicht klar und überhaupt nicht verständlich, dass einige Menschen beten, und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie im Ruku' sind, Allahu Akbar, Sami' Allahu liman hamida. Was hast du denn in diesem Gebet gesagt, in diesem Ruku' gesagt? Ich habe Subhanallah al-Azim gesagt. Gebührt Allah nur ein Subhanallah al-Azim? Einfach so, ganz schnell? Oder solltest du nicht ganz in Ruhe und in Gelassenheit und in Demut und in der Vorstellung, in Erinnerung, dass ich diese Sünden nun fallen sehe, sagen, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ganz langsam. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Oft, einmal ist die Pflicht, aber du darfst es gerne mehr machen. Dreimal, zehnmal, zwanzigmal, wie oft du willst. Es gibt noch andere Gedenksprüche, wie wir noch sehen werden, bi'idhnillah, im Ruku'. Das heißt, jemand, der betet, sollte natürlich nicht sehr schnell beten, sehr zügig beten, sodass er von dem Gebet gar nichts hat. Oder ist es etwa so, dass er seine Sünden nicht weghaben möchte? Deswegen, Allahu Akbar, Sami'Allahu Muhammad. Er will so viele Sünden beibehalten, wie es nur geht. Und genauso im Sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns davor gewarnt, dass wir
so beten wie ein Huhn, ja, so ganz, ganz schnell und genau wie beim Picken dann. Und deswegen, diese Menschen, die so schnell beten, können keine Demut empfinden. Wie soll das funktionieren? Wenn ich die Gedenksprüche nicht koste, probiere, das ist genauso wie jemand, der isst und isst einfach so ein Sandwich, zack, Hauptsache ich werde satt. Und der andere, der lässt sich Zeit, der schaut sich dieses Gericht erst einmal an. Okay, ich mache nicht lange weiter, weil wir fasten ja. Auf jeden Fall, deswegen sollte man im Gebet diese Gedenksprüche genießen und nicht einfach in einem Happen dann zu sich nehmen. Denn, das muss man auch bedenken, wenn man zu schnell betet, ist das Gebet ungültig. Ja, dies Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat demjenigen, der falsch gebetet hat, gesagt, wenn du dich verbeugst, dann verbeuge dich und harre in der Verbeugung aus. Also finde Ruhe in der Verbeugung. Ja? Und so im ganzen Gebet. Das war At-Takbir. Das heißt, wenn der Muslim nun sagt, Allahu Akbar. Erstens, ich erinnere mich, dadurch, dass ich die Hände hebe, nach hinten, also in Höhe der Schultern, dass ich alles zurücklasse. Ich lasse jetzt meinen Job zurück, meine Schule zurück, meine Uni zurück, meine Familie zurück, meine Krankheit zurück, meine Gesundheit zurück, mein Reichtum, meine Armut. Alles ist jetzt mal weg. Warum? Weil ich stehe vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah schaut mich an. Ich erinnere mich nun, dass über meinem Kopf nun meine Sünden gelegt werden und auf meinen Schultern. Und das lässt mich das fühlen, dass ich mich schäme vor Allah subhanahu wa ta'ala und ich senke meine Blicke nach unten, denn ich schäme mich vor Allah subhanahu wa ta'ala und ich fürchte die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala, die ich verdient habe durch meine Sünden und ich hoffe, dass ich die Gnade und Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala erwarte. Stellen wir uns jetzt vor, der Betende betet so. Allahu Akbar, Dunya ist nach hinten, ich interessiere mich jetzt für gar nichts, nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich schaue nach unten und deswegen legt man auch die Hände auf die Brust. So, das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Ahadith, die besagen, dass man das unter dem Bauchnabel oder auf dem Bauchnabel legt, sind nicht authentisch. Und so viel sollte man auch lernen von der Hadith-Wissenschaft, damit man weiß, was ist die Sunna, was ist nicht die Sunna. Denn derjenige, der die Demut empfinden möchte, muss nach der Sunna beten. Wenn jeder so betet, wie er will oder wie er es gelernt hat von irgendjemand, ob von den Eltern oder in der Schule oder Allahu A'lam wo, das ist jetzt egal. Wir wollen Demut empfinden, also bete ich, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Sallu kama ra'aytumuni usalli, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Betet so, wie ihr mich gesehen habt, dass ich bete. Wenn nun der Muslim, der Betende, nun so betet, er senkt sein Haupt, er schaut, er erinnert sich an die Sünden, dann soll er nach dem Takbir ein Eröffnungsgebet aufsagen. Die Sünden bekennend, vor dem Herrn stehend, auf die Vergebung wartend, beginnt nun der Betende sein Gebet. Die Welt hinter sich lassend, Allah in seiner Erhabenheit preisend, eröffnet der Diener das Gebet. Sein Haupt senkend vor dem Größten, dem Gewaltigsten, dem Erhabensten, dem Stolzesten in Demut stehend, die Last der Sünden über dem Kopf und auf den Schultern spürend, spricht der Betende nun ein Öffnungsgebet. O Allah, trenne zwischen mir und meinen Sünden, so wie du zwischen den Osten und dem Westen getrennt hast. O Allah, reinige mich von meinen Sünden, so wie ein weißes Gewand vom Schmutz gereinigt wird. O Allah, wasche mich rein von meinen Sünden mit dem Schnee, dem Wasser und dem Hagel. Welche Demut empfindet nun ein Betender, wenn er so betet? Wenn er sich an all diese Aspekte erinnert. Du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala
Du weißt, er sieht dich, er kennt deine Sünden, deine Sünden sind auf deinem Kopf, auf deiner Schulter. Du könntest jeden Moment sterben und dann sagst du, oh Allah, vergib mir. Das ist Demut. Das ist Khushu'. Aber wenn jemand betet, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, als ob ihm alles egal wäre auf dieser Welt. Als ob es eine Last ist, ja, dann bet mal halt. Dann kann er natürlich nicht Demut verspüren. Aber wenn er es als Chance, als Gelegenheit, als Rettung ansieht, das Gebet. Jedes einzelne Gebet ist wieder eine Rettung, eine neue Rettung vor der Strafe, wie wir gesehen haben. Man soll beten, damit die Sünden getilgt werden. Wenn man so betet, dann wird man natürlich Demut empfinden. Zu diesem Gedenkspruch stellte Ibn al-Qayyim rahimahullah eine Frage an seinen Lehrer Ibn Taymiyyah rahimahullah. Er sagt, wie werden die Sünden mit diesen Sachen gereinigt und welchen Sinn hat die spezielle Verwendung dieser Mittel? Besonders, da in einer anderen Überlieferung es heißt, und kaltem Wasser, wodurch heißes Wasser für die Reinigung geeigneter ist. Das hat Ibn Qayyim al-Jawziyyah gefragt. Ibn Taymiyyah sagt, rahimahullah, die Sünden lassen das Herz Hitze, Unreinheit und Schwäche erleiden. So fängt im Herz das Feuer der Begierde an zu brennen und es verunreinigt es. Denn die Sünden sind für das Herz so wie das Holz für das Feuer. Darum brennt das Herz immer mehr und es wird immer schwächer, je mehr die Sünden steigen. Das Wasser beseitigt die Unreinheit und löscht das Feuer. Wenn es kalt ist, gibt es dem Körper Festigkeit und Stärke. Wenn zusätzlich Schnee und Hagel vorhanden sind, ist es stärker in der Kühlung und in der Stärkung des Körpers und in dessen Festigkeit. Deswegen sagen wir, O Allah, wasche mich rein von meinen Sünden mit dem Schnee, dem Wasser und dem Hagel. Warum? Weil mein Herz brennt wegen meinen Sünden. Je mehr ich sündige, desto mehr Holz schmeiße ich in dieses Feuer. Desto mehr brennt dieses Herz. Denn Ibn Qayyim al-Jawziyyah sagt dann, er erläutert das weiter, denn er sagt, es wird tatsächlich brennen durch die Sünden in Jahannam. Es wird tatsächlich brennen, möge Allah uns davor bewahren, in Jahannam. Und deswegen brauchen wir dieses Wasser, damit Allah Azza wa Jal es dieses Feuer löscht. Das heißt, Wasser hat hier zwei Funktionen. Einmal das Löschen, weil die Sünden zum Brennen führen, und zweitens reinigen, weil die Sünden verschmutzen. Warum nun der Schnee und der Hagel? Weil sie fest sind. Sie sind nicht so flüssig wie das Wasser, sondern wir brauchen noch etwas, das das Herz standhaft macht, festigt. Und dadurch bittet man Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einen mit Schnee und Wasser und Hagel wäscht. Der Betende bittet am Anfang dieses Gedenkspruchs darum, dass er fern bleibt von jeglichen Sünden. Das heißt, dieser Gedenkspruch, wenn wir uns ihn noch einmal näher betrachten, dann werden wir sehen, dass hier zwei Wünsche vorhanden sind. Zum Anfang, zu Beginn, wünschen wir uns, fern zu bleiben, indem wir sagen, O Allah, trenne zwischen mir und meinen Sünden, so wie du zwischen den Osten und den Westen getrennt hast. Also, ja Allah, bitte hilf mir, ich will nicht mehr sündigen. Ich kann nicht mehr. Bitte rette mich vor den Sünden. Das ist der erste Teil. Und dann, wenn er doch die Sünden begeht, der Mensch, dann bittet er um Reinigung von diesen Sünden, so wie ein weißes Kleid von der kleinsten Unreinheit beseitigt werden muss. Warum sagt er hier, so wie ein weißes Gewand vom Schmutz gereinigt wird? Denn ein weißes Gewand kann nur dann als rein bezeichnet werden, wenn da kein Hauch Unreinheit vorhanden ist.
Im Gegensatz zu anderen Farben, insbesondere wenn es dunkle Farben sind, dann könnte es sehr gut sein, dass da noch Unreinheiten bleiben, die nicht sichtbar sind. Warum? Weil es zu dunkel ist, dieses Kleid. Aber wenn du ein weißes Kleid hast, ein klitzekleiner Punkt Unreinheit ist sichtbar. Das bedeutet, ja Allah, reinige mich und lass nichts übrig. Also keine kleine Reinigung, gerade einfach so. Nein, nein, oh Allah, reinige mich von Kopf bis Fuß, sodass überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Und das ist also eine materielle Angelegenheit, das Reinigen. Und dann geht es um die Sünden. Man will weg von den Sünden, das Wasser beseitigt die Unreinheit, doch die Sünde verunreinigt nicht nur den Menschen, sondern es führt ihn zum Höllenfeuer. Es schwächt das Herz und mehrt das Feuer der Begierde, daher bedarf es dem Schnee und dem Hagel, um das Herz zu beruhigen und gegen die Sünden zu stärken. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir beten und wir wissen, was wir da sagen, oder ob wir beten und wir sagen irgendwelche Formeln, die wir überhaupt nicht verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, zu lernen. Deswegen ist es so wichtig, diese Kenntnis zu haben. Viele Menschen wollen Sachen lernen, die vielleicht nur jemand, der gerade in Scharia promoviert, lernt. Aber man will ja natürlich prahlen. Ja, man will über die Themen reden, die aber für sein tägliches Leben, für sein eigenes tägliches Leben vielleicht, nicht so wichtig sind. Aber das Wissen, dieses hier, was du täglich fünfmal brauchst, mindestens, wenn nicht mehr, du kannst ja auch freiwillige Gebete verrichten, das vernachlässigen wir. Das wollen wir gar nicht erst lernen. Das ist für uns uninteressant. Und deswegen sind wir eine Masse von Leichen, die einfach in einer Reihe gerade stehen, sich verbeugen und niederwerfen. Und dann gehen wir raus aus dem Gebet und freuen uns, wieder zu sündigen. Warum? Weil die Herzen eben krank sind. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen heilen. Das nächste Mal geht es weiter mit der Erläuterung der Surah Al-Fatiha. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.